Liebe Zuschauer, Sie sehen einen neuen Börsenplatz. Ganz herzlich willkommen. Ja, die Griechenland-Problematik ist bekannt. Aber wie genau lebt eigentlich die Bevölkerung ihren Alltag? Was denken die Menschen dort? Wie kommen die, wie kommen die so zurecht? Und wie sehen Sie heute nach der Wahl Ihre Regierung? Alle hinter einem? Oder gibt es vielleicht doch Zweifel, ob der Kamikaze-Weg der richtige Weg ist? Und was wären die Alternativen? Das alles bespreche ich mit Nicolas Schmidlin von der Profitlich Schmidlin AG. Schönen guten Tag, Herr Schmidlin. Ja, hallo. Sie waren gerade in Griechenland, haben mit ganz vielen Menschen gesprochen, mit ganz vielen Unternehmern gesprochen, mit Politikern gesprochen. Wie tickt denn aktuell dort die Bevölkerung? Ja, überraschenderweise gingen die Zuspruchraten für die Regierung gerade nach der Wahl noch mal deutlich nach oben. Das Konsumentenvertrauen stieg ganz eindeutig. Wir hatten beispielsweise mit vielen größeren Einzelhändlern auch gesprochen, die gemerkt haben, dass direkt nach der Wahl in der Breite der Einzelhandelskonsum durch die Decke ging quasi. Und das waren keine Hamsterkäufe, sondern wirklich in allen Produktkategorien. Aber wie passt das zusammen mit schwierigen Verhandlungen, einer schwierigen Finanzlage? Die Leute räumen andererseits die Banken leer und sind happy? Ja, es ist ein kleines Paradox, was man dort im Moment feststellt. Ja. Was man sieht, ist, dass obwohl die Regierung auch zu Hause kritisiert wurde für die Ergebnisse, die man bisher in Brüssel erzielt hat, bisher kam man ja mehr oder weniger mit leeren Händen zurück, so hat man doch den neuen Drive der Regierung, die Art und Weise, wie man in Brüssel aufgetreten ist, also sehr, sehr vorteilhaft gesehen zu Hause. Beispielsweise sieht man aktuell in Umfragen, wenn es Neuwahlen geben würde, hätte wohl die führende Syriza-Partei im Moment zwischen 45% und 50%. Es ist also noch mal deutlich populärer geworden, als es davor der Fall war, obwohl es so langsam auch der Bevölkerung dämmert, definitiv, dass die Regierung nicht alles halten kann, was sie versprochen hatte. Was ist denn der Bevölkerung wichtig an Wahlversprechen, die gehalten werden sollten? Schrägstrich müssten. Ja, also es läuft natürlich nun alles darauf hinaus, dass es einen Kompromissvorschlag geben muss zwischen der Eurogruppe in Brüssel und der Regierung in Athen. Ich denke, man wird gerade bei den Privatisierungen beispielsweise die Pille schlucken. Das ist noch sozialverträglich das Einfachste, beispielsweise die Häfen und auch die Flughafenprivatisierung, die werden paradoxerweise nun wahrscheinlich schneller durchgeführt, als das unter der Vorgängerregierung der Fall war. Man wird aber sicherlich härter kämpfen, beispielsweise bei einer Errichtung einer Bad Bank, um beispielsweise notleidende Kredite von gerade den Haushalten auszulagern und dort dann eben Erleichterungen rüberzubringen. Ich denke, das ist auch verträglich mit dem Ansatz der EU. Bleiben wir kurz bei den Privatisierungen. Das war ja ein großes Thema und betrifft auch viele Unternehmen internationaler und globaler Art, zum Beispiel auch Fraport. Ja. Die waren gerade dran, mehrere Regionalflughäfen zu kaufen. Wie sicher ist denn auch aus Investorensicht, aus Unternehmenssicht denn jetzt ein Investment oder ein Standbein in Griechenland, wo es irgendwie jeden Tag hin und her geht? Und kann man sich das als international ausgerichtetes Unternehmen, bleiben wir bei dem Beispiel Fraport vielleicht, überhaupt erlauben, das mitzumachen? Ja, man muss natürlich jeweils den Investmenthorizont dieser Unternehmen im Auge behalten. Definitiv ist es so, wer jetzt im Moment kauft, der kauft zu relativ günstigen Preisen, weil das politische Risiko und das gesamte volkswirtschaftliche Umfeld dort mit eingepreist ist. Das ist natürlich einer der Gründe, warum es in Griechenland eher unpopulär ist, die Privatisierung im Moment durchzuführen. Aber es hätte sicherlich makroökonomisch definitiv Vorteile, wenn beispielsweise die Flughäfen privatisiert wurden. Wir sprachen beispielsweise mit dem Management der größten heimischen Fluggesellschaft, die das natürlich extrem bevorzugen würde, wenn dort mehr gemacht wird. Beispielsweise selbst im Athener Flughafen ist noch das Terminal 2, das damals zu den Olympischen Spielen gebaut wurde, steht noch komplett leer, weil noch nicht genügend Nachfrage da ist. Das könnte sich aber alles ändern, unter anderem eben mit einem modernen Management. Also da ist die Bereitschaft oder das Verständnis für Privatisierung und für diesen Schritt, für dieses Versprechen offensichtlich da. Aber was ist den Leuten in Griechenland noch wichtig? Ja gut, im Moment sind natürlich viele Diskussionen beispielsweise um Renteneintrittsalter, die immer noch deutlich unter dem EU-Level liegen. Da wird man sicherlich entgegenkommen müssen. Andere Dinge natürlich Mindestlohn. Aber unter der Troika in den letzten Jahren wurden beispielsweise auch ganz grundlegende Dinge wie der Krankenhauszugang
massiv zurückgefahren. Und das sind alles Dinge, die wahrscheinlich die Regierung jetzt erstmal rückläufig machen wird. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass es Strukturprogramme geben muss. Und ich denke, im Moment, gerade mit Blick auf die Verhandlungen in den nächsten Wochen, wird es ganz elementar sein, wie sich die Steuererhebung entwickeln wird über die nächsten Wochen. Das heißt, wenn man investieren will und die Wahlversprechen einlösen will, braucht man nicht nur das internationale Geld, sondern man bräuchte auch Steuereinnahmen. Das ist eines der großen Probleme in Griechenland. Ich meine, von den Steuermillionen, von großen Einkünften reden wir da gar nicht. Aber auch der kleine Mann ist ja offensichtlich nicht so willens und in der Lage, so Steuern bezahlen, wie wir das hierzulande kennen. Ja, Syriza hat sich dort in eine sehr unangenehme Lage gebracht. Wie wir wissen, steht noch diesen März eine größere Rückzahlung an den Internationalen Währungsfonds an, der anscheinend im Moment nicht aus den eigenen Mitteln von Griechenland bezahlt werden kann. Weil Steuergelder fehlen? Weil Steuergelder fehlen. Das Problem war, dass die Regierung angekündigt hatte, noch während der Wahlkampfzeit, dass also diejenigen Steuerzahler, die noch Steuerzahlungen ausstehen haben, nur einen Bruchteil davon bezahlen müssen. Und wenn sie diesen bezahlen, wird der komplette restliche Steuerbetrag erlassen, was dazu geführt hat, dass die Steuereinnahmen und die Steuerzahlungen im Januar und Februar erheblich einbrachen. Und wenn man selbst mit Menschen in Griechenland spricht, dann sagen die einem natürlich auch, man kommt sich jetzt dumm vor, wenn man jetzt im Februar Steuern bezahlt, wenn gegebenenfalls im nächsten Monat schon ein Gesetz verabschiedet wird, das dann eben diese Rechnung deutlich günstiger gemacht hätte. Wie ist dann die aktuelle kurzfristige Liquiditätslage Griechenlands überhaupt einzuschätzen? Wenn jetzt IWF-Zusagen nicht eingehalten werden können, kann sich ja jeder an zwei Fingern ausrechnen, dass auch andere Zusagen nicht eingehalten werden können. Ja, also gerade die IWF-Zahlung ist äußerst kritisch, da der IWF auch selten nachgibt und beispielsweise die Schulden nach hinten streckt. Das sieht bei den Geldern, die vom IFSF und der EZB gegeben wurden, anders aus. Allerdings ist es so, dass es durchaus Mittel und Wege gibt, im Moment diese IWF-Zahlung zu leisten. Beispielsweise hat die EZB noch 1,9 Milliarden an Gewinnen aus griechischen Staatsanleihen auf der eigenen Bilanz, die eigentlich Griechenland zustehen. Mhm. Diese sollen aber erst ausgezahlt werden, wenn die versprochenen Reformprogramme umgesetzt werden. Gleichermaßen gibt es auch noch Gelder aus dem bestehenden Programm, was ja gerade erst verlängert wurde, die ebenfalls dafür eingesetzt werden könnten. Aber die Eurogruppe sagt im Moment noch und nutzt das politisch aus sozusagen und erhebt Druck auf die Regierung, dass die Gelder erst dann bewilligt werden, wenn eben das Parlament auch die entsprechenden Reformprogramme verabschiedet hat. Was bedeutet das dann für die Verhandlungen in den nächsten Wochen? Auf der einen Seite Europa, die internationalen Geldgeber, die sagen, okay, wir helfen euch, wenn ihr erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens erfüllt. Auf der anderen Seite Syriza mit Wahlversprechen, die man ja innenpolitisch auch vertreten muss, wenn man eine längere Halbwertszeit haben möchte als die meisten anderen Vorgängerregierungen. Das ist ja eigentlich eine schier ausweglose Situation. Ja, also aus der Sicht von Ministerpräsident Tsipras und auch Finanzminister Varoufakis hat man bisher innenpolitisch alles richtig gemacht. Das heißt, man durch das sehr starke Auftreten, durch das sehr dominante Auftreten gegenüber der Eurogruppe ist man nun sehr populär im eigenen Land, hat den Rückhalt. Und ich nehme an, dass das die nächsten Wochen bis Ende April auch so weitergehen wird. Dass also, obwohl sich die griechische Regierung wahrscheinlich bewusst ist, dass dieses Auftreten ihnen nicht viel Wohlwollen bei der Eurogruppe bringt, weiterhin eine sehr starke Rhetorik bedienen wird und sehr, sehr riskante Manöver fahren wird. Allerdings wohlwissend, dass man am Ende des Tages einen Kompromiss finden werden muss, der vermutlich nicht den griechischen Forderungen, die man im Raum stehen hat, nachher wirklich entsprechen wird. Aber was bedeutet das für die Märkte am Ende des Tages? Es wird vermutlich sehr, sehr volatil bleiben und man sollte allerdings vielleicht nicht zu viel geben auf die Äußerungen, die dort teilweise auch insbesondere in Griechenland getätigt werden, denn die muss man immer eben mit Hinblick auf die eigene Politik im Land interpretieren. Und wenn man sich eben auch anschaut, wie die Syriza-Partei insgesamt aufgestellt ist, so hat man dort einen sehr stark linksradikalen kommunistischen Flügel und dann auch schon sehr gemäßigt Flügel auf der anderen Seite. Die müssen die Spitzenbeamten dort beide irgendwie bedienen und im Schach halten. Und das funktioniert nur über so eine Taktik. Das heißt,
Eine frühe Einigung wäre aus meiner Sicht, käme das einem Gesichtsverlust gleich, sowohl auf der Eurogruppenseite als auch auf der griechischen Seite. Weshalb wir vermutlich, wie wir das während den Euro-Rettungen in den letzten Jahren sehr oft gesehen haben, mal wieder eine Einigung in letzter Minute sehen werden. Glauben Sie nicht, dass irgendwann die Euro-Gruppe auch mal sagt, wir sehen ja auch bald weitere Wahlen in Spanien, so wir statuieren jetzt ein Exempel, es ist jetzt mal gut, denn andererseits könnte ja Syriza die starke Position jetzt auch nach der Wahl noch nutzen, um die Bevölkerung darauf einzustimmen, wir versuchen die Wahlversprechen umzusetzen, aber das wird erstens länger dauern, als wir uns das gedacht haben und zweitens, alles geht nicht. Ja, also die EU und vor allem die Eurogruppe befindet sich in der Tat im Moment in einer ganz kniffligen Lage. Denn ich vermute, hätte man im Moment nicht die politischen Strömungen, insbesondere in Spanien, wo also nun die Linksradikale inzwischen, je nachdem, welchen Umfragen man Glauben schenkt, die stärkste oder zweitstärkste Partei ist, hätte man diese Situation nicht, würde man aus meiner Sicht vermutlich auch einfacher sich tun, Griechenland entgegenzukommen. Kommt man aber jetzt Griechenland zu stark entgegen, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten in Spanien, in Portugal, gegebenenfalls in Irland. Und deshalb hat man die Situation jetzt, wie sie nun mal ist, und die ist schon etwas verfahren. Kann man so sagen, Herr Schmidlin. Vielen Dank für Ihre aktuellen Einschätzungen direkt aus Griechenland. Dankeschön. Besten Dank. Liebe Zuschauer, die Stimmung scheint unter den Griechen zumindest ganz gut zu sein, aber die nächsten Verhandlungsrunden zwischen Eurogruppe und griechischer Regierung werden vermutlich dennoch hart. Das alles erfahren Sie natürlich, wie immer, auch im deutschen Anlegerfernsehen. Bis dahin.